Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Die wilde Jagd wird bald hier sein. Sie ist hinter Ciri her. Will sie mitnehmen. Wir werden sie aufhalten. Woher willst du überhaupt wissen, dass die Jagd auftaucht? Sie weiß immer, wohin ich mich teleportiere. Und sie bewegt sich blitzschnell von Ort zu Ort. Und wie lautet unser Plan? Eredin, der König der Jagd, ist überzeugt, dass er uns mit seinem Angriff auslöschen wird. Wir müssen die Initiative an uns reißen, seine Pläne durchkreuzen. Ich erschaffe eine magische Kuppel über der Festung. Das wird sie zurückschlagen und zwingen, im Wald zu landen. Wenn sie im Wald verstreut sind, könnten wir kleine Gruppen von Reitern verfolgen. Einen Freiwilligen für die Jagdgesellschaft gibt es schon. Ich bin der Zweite. Die Jagd wird versuchen, durch Navigatorenportale in die Festung einzudringen. Gegen diese Art von Magie kann ich nichts ausrichten. Deshalb müsst ihr so viele wie möglich schließen, während ihr im Wald kämpft. Lambert wird Demeritium-Bomben für uns herstellen. Weißt du die Formel noch? Aber klar. Ausgezeichnet. Irden müsste auch bei den Portalen funktionieren. Ich gebe jedem von euch außerdem noch ein Amulett, das ihr durchbrechen könnt, um unsichtbar zu werden. Aber der Zauber hält nur, wenn ihr stillsteht oder euch langsam bewegt. Wenn ihr hastige Bewegungen macht oder gegen Feinde kämpft, seid ihr sichtbar. Außerdem können sie euch hören und riechen. Wenn ihr auf eine große Einheit stoßt, greift nicht an. Gebt Triss Bescheid, sie unterstützt euch. Ich warte auf euer Signal. Sobald ich es sehe, lasse ich Feuer auf den Wald regnen. Ciri ist bei dieser ganzen Sache am wichtigsten. Die Jagd ist hinter ihr her und wir müssen sie um jeden Preis verteidigen. Was soll ich machen? Du bleibst im Burgfried. Wenn sie durchbrechen, werden wir alle kommen, um dir zu helfen. Das kommt nicht in Frage. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Daran zweifelt auch keiner. Aber erinnerst du dich noch an den wichtigsten Moment bei der Monsterjagd? Warte auf eine Gelegenheit. Nach der Ratsversammlung gebe ich dir ein Amulett. Wenn du es benutzt, landet ein Feuerball dort, wo du stehst. Für den Notfall. Vergesst nicht, dass wir nicht sehr viele sind. Wir müssen uns gegenseitig helfen, uns unterstützen. Wenn etwas schief geht und die Jagd uns in die Defensive zwingt, ziehen wir uns zurück und verteidigen die Tore der Festung. Der innere Burghof ist unsere letzte Verteidigungslinie. Wenn wir sie dort nicht aufhalten, sind wir verloren. Was können wir sonst noch verwenden? Wenn ihr die Jagd im Wald angreifen wollt, kann ich ein paar Fallgruben ausheben. Nach Art der blauen Streifen. Das heißt? Tief wie die Hölle. Am Boden voller spitzer Pflöcke. Ich habe diese Mahakama-Mischung mitgebracht. Brennt wie knochentrockener Salpeter und klebt einfach an allem. Wir füllen ein paar Fässer, stellen sie in einen engen Durchgang und jagen sie im richtigen Moment hoch. Weißt du, dass wir hier auf einem riesigen Gasvorkommen stehen? Ich könnte Spalten im Boden öffnen und Explosionen erzeugen, aber das müsste ich vorbereiten. Es gibt noch das Labor und die Werkstatt. Vergesst eins nicht. Unsere Ressourcen sind knapp bemessen, unsere Zeit noch knapper. Wir müssen überlegen, welche Waffen gegen die Jagd am nützlichsten sind. Das stimmt. Wir müssen dem Labor und der Werkstatt jeweils einen Waffentyp zuweisen. Wer möchte das Labor benutzen? Ich habe angefangen, Tränke zu brauen. Das würde ich gerne beenden, wenn ich darf. Ich könnte noch mehr von diesen Hexerfallen vorbereiten, aber dazu bräuchte ich die ganze Laborausrüstung. Wir benutzen seit jeher Tränke. Wir brauchen so viele wie möglich. Reden wir über die Werkstatt. Ich wollte die Mauer reparieren. Aber wir brauchen das Werkzeug auch, um die Trümmer aus der Schmiede zu schaffen. Trümmer? Weißt du das nicht? Vor ein paar Jahren ist das Dach eingestürzt. Hat ein paar exzellente Schwerter begraben. Die könnten wir gut gebrauchen. Die Mauer ist genauso wichtig. Wenn sie hier durchkommen, ist die Belagerung schnell vorbei. Das Schließen der Mauer hat Vorrang. Wir haben keine Zeit, noch viel mehr zu tun. Alles erledigt? Ja, erledigt.
Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. An die Arbeit. Fassen wir zusammen. Yennefer erschafft eine magische Barriere, um den Hauptansturm zurückzuschlagen. Das sollte sie in den Wald treiben. Dort warten Lambert und Geralt. Sie benutzen das Dimerizium, um die Navigatorenportale zu schließen und so viele Krieger wie möglich am Betreten der Festung zu hindern. Triss wartet auf ihr Signal und gibt den Reitern dann Saures. Alle anderen werden gegen die Gegner kämpfen, die es bis in die Festung schaffen. Falls etwas schief geht, geben wir den äußeren Hof auf und ziehen uns in den Burgfried zurück. Denk dran, Ciri darf Eredin nicht in die Hände fallen. Das ist das Wichtigste. Sehen wir uns den Plan der Festung an und überlegen uns die Details. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir etwas Wichtiges vergessen haben. Denk einfach nicht dran. Was ist fertig? Wir hatten wenig Zeit zum Vorbereiten, also nicht viel. Deine Tränke. Danke für alles. Ich sattle die Pferde. Komm, wenn du bereit bist, in den Wald zu reiten. Kann ich dich kurz sprechen? Oha, jetzt wird's ernst. Ich lass nicht zu, dass sie dich kriegen, hörst du? Ich weiß. Halte dich einfach aus allem raus. Behandle mich nicht wie ein Kind. Das habe ich nicht mal getan, als du noch eines warst. Ich mag's, wenn du lächelst. Komm her. Alles wird gut. Geralt?
Seht ihr das? Es geht los. In den Wald. Sofort. Ich muss mich bei Yen bedanken, wenn alles vorbei ist. Dieser Zauber hat's in sich. Und die Unsichtbarkeit. Ihre Hunde könnten dich wittern. Geh nicht zu nah ran. Und denk dran, dass du sichtbar wirst, wenn du kämpfst. Gute Arbeit mit den Bomben übrigens. Immer sorgfältig auf die Portale zielen. Ich hab kein Demeritium mehr. Yen hat erwähnt, dass man Irden auf die Risse wirken kann, um sie zu versiegeln. Sie sind hier. Zeit für ein Grußwort. Langsam. Das Überraschungsmoment ist elementar. Verbergen wir uns und geben Triss die Möglichkeit, es ihnen zu zeigen. Dann schlagen wir zu. Wenn du das nächste Mal merkst, dass ich Merigold sauer mache, dann hau mir eins drüber. Fallgruben. Die sind wirklich ideal. Du scherzt wohl. Gut, dass wir nicht reingefallen sind. Ganz ruhig. Borsch kennt sich mit dieser Kampftaktik aus. Die Abdeckung würde unser Gewicht tragen. Bei einem Reiter der Jagd in voller Rüstung ist das was anderes. Sorgen machen muss.
Verdammt! Geralt, hierher! Schau, sie formieren sich neu. Siehst du den Kommandanten? Das ist Imlerit. An den kann ich mich erinnern, als ich noch mit der wilden Jagd ritt. Verdammt, der Zauber lässt nach. Wir werden sichtbar. Was ist mit Marigold? Scheiße. Du solltest drinnen warten. Ich kann mich nicht ewig verstecken. Ich muss mich ihnen stellen. Geh wieder rein! Sofort! Nein! Geralt hat das Signal aus den Wäldern gegeben. Und Triss hat den Zauber nicht gewirkt. Verdammt! Renn zu ihr! Doublechase! Geralt! Zurück! Die große Abteilung nähert sich aus dem Wald. Wir müssen das Tor schließen, bevor sie reinkommen. Ja.
Riegelt den Burghof ab! Macht das Tor zu! Not enough!